Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 28. November 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, gestern Vormittag hatten wir ja den Vollmond hier im Zeichen Zwillinge. Und dieser Vollmond wirkt sicherlich heute noch ein bisschen nach, vor allem weil der Mond auch heute nochmal im Zeichen Zwillinge ist und er erst morgen früh um 7:53 Uhr ins Zeichen Krebs wechselt. Und mit dem Mond im Zwilling, dem jetzt abnehmenden Mond im Zwilling, ist diese Zwillings-Vollmondenergie noch weiterhin im Feld. Ja, der Mond im Zwilling sucht ja nach Wissen, nach Informationen. Und wichtig ist es eben bei den Luftzeichen, wie hier beim Mond im Zwilling, gilt auch für die Waage, wo sich ja die Venus aufhält. In den Luftzeichen ist immer besonders wichtig, das Unterscheidungsvermögen zu üben, wahrzunehmen. Ne, weil der Zwilling, für den Zwilling, für die Luftzeichen sind immer beide Polaritäten oftmals dicht beieinander. Es gibt nicht unbedingt immer eine Präferenz. Und von daher brauchen wir diese Präferenz, brauchen wir diese Unterscheidung in uns, dass wir eben ein Maß haben, ein Gefühl dafür haben, eine Möglichkeit haben, eben herauszufinden, welche Seite ist heilsamer, positiver, lichtvoller für uns und welche nicht. Und dieses Unterscheiden übt man quasi im Zwilling, indem die verschiedenen Sinneseindrücke, die verschiedenen Dinge des Lebens, indem man die quasi dann daraufhin für sich selber bewertet, beurteilt. Normal, sonst aber der Mond im Zwilling unternehmungslustig, freundlich aufgeschlossen, kommunikativ. Er hat Interesse an Begegnung mit Menschen, er hat Interesse daran, Wissen aufzunehmen. Und das alles wird dann durch die Mühle des Schützen gejagt, um daraus dann höheres Wissen, Erkenntnisse zu machen. Sonne und Mars ja zurzeit im Schützen, die Sonne jetzt im sechsten Grad des Schützen. Und wir sind jetzt, wie gesagt, in der abnehmenden Hälfte. Merkur hat ja gestern das Quadrat zum Neptun gemacht. Merkur wird diese Woche das Zeichen wechseln. Am Freitag wird er aus dem Schützen in den Steinbock wechseln. Jetzt also die letzten Tage, könnte man sagen, mit Merkur im Schützen. Nochmal die Möglichkeit, hier tiefe Weisheit und Erkenntnisse aufzunehmen, bevor er dann am 1. Dezember in den Steinbock wechselt, wo dann das Denken, die Kommunikation eher pragmatischer, an die Umstände angepasst, kaufmännischer, nüchterner werden wird. Venus, ganz interessant, Venus hier in der Waage. Venus läuft jetzt hier über die Mondknotenachse, über den südlichen Mondknoten. Die Mondknotenachse befindet sich ja hier, der südliche Mondknoten in der Waage, der nördliche Mondknoten im Widder. Und alle Planeten laufen dann halt so oder so über diese Mondknotenachse rüber. Und hier Venus, südlicher Mondknoten, kann durchaus bedeuten, dass hier in diesen Tagen in unser Leben jemand auftaucht, der vielleicht früher mal eine größere Rolle gespielt hat, der, man könnte auch sagen, karmisch wichtig war und der jetzt vielleicht noch mal neu auftaucht oder jemand anderes, der eine wichtige Botschaft für uns hat, oder auch jemand, der einen guten Hinweis hat, was unsere Werte, auch unseren Selbstwert anbelangt. So jemand könnte dann auch auftauchen. Der nächste Aspekt, den die Sonne macht hier aus dem Schützen heraus, ist ein Quinkungsaspekt zum Jupiter. Das ist auch am Mittwoch, also morgen Nachmittag, ist dieser Aspekt exakt hier noch nicht eingezeichnet. Das heißt, jetzt nach dem Vollmond kommen jetzt eher so ein paar Tage, die astrologisch gesehen etwas ruhiger sind. Das kann natürlich für uns persönlich ganz anders ausschauen. Und hier sind auch Möglichkeiten der Fülle da, ne, wie die Sonne im Schützen. Eben zum Aspekt morgen zum Schützeplaneten Jupiter ist sicherlich die Möglichkeit hier für Fülle und Wachstum gegeben.
Ja, gestern war ich auch fleißig. Ich habe schon mal die Konstellation im Dezember, also das Monatshoroskop Dezember aufgenommen, findet ihr auf dem anderen Kanal, wer da schon mal reinhören möchte, was so im Dezember los ist im letzten Monat des Jahres. Ja, ansonsten heute nicht so viel zu berichten. Dann werde ich die Zeit auch nicht künstlich füllen. Also verarbeiten wir gut noch den Vollmond, nutzen wir die mögliche Leichtigkeit von Mond Zwilling und Venus Waage. Und ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag und melde mich morgen wieder. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.